Ein herzliches Hallo und willkommen hier zurück im ehemaligen Chile. Wir sind immer noch das Königreich von Araukanien und Patagonien, was im Grunde jetzt hier schon fast ganz Lateinamerika ist, bis auf diese kleine komische Curacao-Insel. Ja, gibt es eigentlich niemanden mehr, der uns hier im Wege steht. Nach wie vor bekämpfen wir die Amerikaner und es wird wahrscheinlich demnächst zum großen, großen Clash kommen. Wir trainieren die Soldaten noch, solange wir hier einigermaßen können. Ihr seht, die sind schon jetzt alle ziemlich gut trainiert. Und ich gebe ihnen jetzt hier auch schon mal ein paar Auszeichnungen. Ich möchte, wenn wir jetzt hier gleich angreifen, ihnen auch entsprechende Angriffsboni geben. Sofern ich das kann. Also die hier bekommen jetzt ja schon mal zweimal Angriff an dieser Stelle jetzt hier als Auszeichnung. Andere Armeen. Ja, machen wir genau das Gleiche. Auch hier gibt es Angriff. Irgendwas ist gerade eben fertig geworden. Moment. Muss gerade eben mal gucken. Ah ja, genau. Und wir wollen natürlich auch nebenbei jetzt hier noch... Ah, die Düsentriebwerke haben wir jetzt hier. Cool. Ab jetzt können wir Düsenjäger machen. Lenkraketen interessieren mich gerade eben nicht so wirklich. Was ich haben will, ist modernere Schiffe. Wir arbeiten jetzt hier auf jeden Fall auch an moderneren Schiffen. Bilden aber weiterhin jetzt hier Truppen aus, die jetzt hier komplett für den Angriff designt werden von meiner Seite. Denn was anderes als angreifen werden wir erstmal nicht tun. Gott, hier gibt es noch so viele davon. Zum Glück habe ich einiges an PP angespart. Aber ich muss auch noch mal ein bisschen PP haben, um später noch Kanada zu koren. Gut, Kanada ist wichtig. Nein, Moment, was war das? Ich wollte nicht Nachschubbedarf, ich wollte Angriff nehmen. Aber der Punkt ist halt einfach der, ne? Amerika, also die USA sind halt einfach nach wie vor der bigger Fish. Gott, wie viele von denen jetzt hier. Auch du bekommst jetzt hier Angriff. Ich kann aber nicht allen jetzt hier Angriff geben. Das ist ja mal heftig jetzt hier, was das alles kostet. Immer 37,5, ne? Ich bin mal vorsichtig, was diese Punkte jetzt hier angeht. So, also, die sind schon fast komplett oben. Ihr seid schon fast komplett oben. Wir hören auf mit dem Training. Wir hören auf. Und schicken sie jetzt hier nach Norden. Euer Weg führt euch jetzt klar hier nach Montgomery. Und, was? Was war das jetzt hier? Okay, ich habe keine Ahnung, was der Käse gerade eben sollte. Dann habe ich wohl die falschen gerade eben ausgewählt gehabt. Egal, ihr macht euch nach Matarozzo. Da führt euch euer Weg jetzt hin. Wir haben nur noch 96.000 Waffen. Das heißt, ich muss so langsam aber sicher auch mal wieder Waffen einkaufen. Und jetzt hat sich hier unser... Gummiproblem leider immer noch nicht gelöst. Ich muss jetzt auch mal nochmal Waffen einkaufen. Hier nochmal 8000 irgendwas. Das kaufe ich für 10. So, das ist wunderbar. Das sind auch moderne Waffen. Hier haben wir auch nochmal 2000 davon. Das kaufe ich mal mit 4. Damit uns hier diese Dinger nicht ausgehen. Hier haben wir auch nochmal 5000. Das kaufe ich mal mit 6. Und wo haben wir nochmal so eine moderne Packung? Da hier nochmal 5500. Kaufe ich auch nochmal mit 8. So, Moment, Moment, Moment. Vielleicht gibt es nochmal eine. Das wäre aber dann die letzte, die ich jetzt hier kaufe. Ne, das war's. Okay. Also, diese drei Dinger haben wir uns jetzt hier gerade eben nochmal gegönnt. Damit wir in diesem Vorstoß noch einigermaßen mit unseren Waffen über Wasser bleiben. Na, ihr seht ja, ne? Also ich bin zum Glück überall noch ziemlich grün, außer was die Flugzeuge angeht. Das nervt mich ehrlich gesagt nach wie vor, dass wir immer noch zu wenig Flugzeuge haben. Aber darüber habe ich leider keine Macht. Wie viele haben wir jetzt hier? Es sind jetzt 25, die jetzt hier immer noch natürlich trainieren. Ich lasse sie immer noch trainieren. Aber die werden wahrscheinlich nicht ausreichend sein, zahlenmäßig. Denn wenn ich mir mal angucke, was die Amerikaner hier so in der Luft haben... Das ist schon eine Menge. Also für uns sieht das jetzt hier gerade eben nicht so rosig aus. Die Front hat sich übrigens stabilisiert. Und ihr seht, die Amerikaner haben einen Mangel an Ausrüstung. Das heißt, sie werden früher oder später ein... Also die haben wahrscheinlich nicht mehr viel auf Lager von allem. Ich hoffe, dass es normale Waffen sind.
Das ist das, was ich tatsächlich hoffe. Das wäre das absolut Beste. Aber gucken wir mal, wenn jetzt meine Kollegen alle da sind und wir dann jetzt hier den Angriff über die gesamten Great Plains jetzt hier gleich fahren werden. Und nicht nur die Great Plains, sondern auch hier über die Rockies und so weiter. Puh. Ich bin saumäßig gespannt, ob wir das wuppen können, ey, ich sag's euch. Ich meine, bis jetzt haben wir sie ja immer gepusht, ne? Also wir haben sie immer gepusht. Oh, sie sind schon da? Das ging schneller als erwartet. If you ask me. Ich schiebe sie jetzt hier mal näher ran. So. Und euch schieb ich mal daran. Beständigkeitsstudien. Wir machen bei den Schiffen weiter. Unterwasserbomben. Rauchgeneratoren so nah. Das ist aus meiner Sicht gerade eben gar nicht so unbedingt nötig. Ich gucke jetzt mal, dass ich hier noch so Torpedosachen und so weiter und so fort jetzt hier mal noch mache. Dass ich jetzt hier nochmal ein paar gute kleine Schiffe produzieren kann. So, wenn die nämlich jetzt hier dran sind, ne, dann sollen die sich mit den anderen Kollegen jetzt hier zusammenfügen. Ihr seid auch fast da. So, und dann dotzen wir sie ran und dann müssen wir mal schauen, wie sich jetzt die Truppen gleich hier verteilen. So, ran an den Speck. Sehr gut, die nehmen direkt diese Position hier ein. Und ihr werdet diese Position hier einnehmen, sobald alle von euch da sind. So, verteilt euch wunderbar. Hier reagieren die Amerikaner sogar nicht mal. So, das sind die letzten. Sobald ich hier die 24 sehe, klicke ich. So, jetzt ist es soweit. Perfekt. Dann ziehen wir die Angriffslinie. Und ich sage einfach mal wirklich, Moment. Der Himmel ist die Grenze, ne? Sobald sie alle stehen. Sobald sie alle stehen, ist der Himmel die Grenze. Gut. Gut. Sie brauchen noch eine Weile. Also die Amerikaner sind uns zahlenmäßig, glaube ich, immer noch überlegen. Ich muss mir das gerade nochmal angucken. Es ist schwer zu erkennen. Ja, wobei wir könnten zahlenmäßig sogar fast ausgeglichen sein, ist hier an dieser Front. Man muss nur dazu sagen, dass das halt einfach alles ist, was ich habe. Okay. Dann beginnet. Ich bin gespannt. Also hier sieht es momentan noch nicht so gut aus. Aber an einigen Stellen gewinnen wir. Eieieiei. Also wir haben sie sogar schon hier jetzt aus diesen Bunkern rausgehauen. Hier schaffen wir es momentan noch nicht. Aber jetzt geben wir der Sache mal eine Chance. So, ihr macht hier weiter mit den Zerstörern kaufen, auch wenn ich wahrscheinlich kaum Zerstörer kaufen können werde. Ja, wir kommen, so wie es aussieht, voran. Auch wenn es manchmal gar nicht so aussieht. Vor allem hier, aber ja doch, wir kommen voran. Also jetzt haben wir demnächst hier gleich ganz Mexiko. So, hier wurden sie auf jeden Fall auch schon rausgehauen. So, bleibt dran, Leute, bleibt dran. Wie viel Waffen kostet mich das eigentlich? Gott, 715 Waffen pro Tag. Das kann ich halt nicht ewig durchhalten, ne? So ehrlich müssen wir sein. Wie viele Artilleriegranaten werden dabei verheizt? Auch eine ganze Menge.
Ein Angriff auf einer so breiten Front, das ist halt auch erstmal etwas, was man wuppen muss. Oh, warte mal, das ist die Idee. Du gehst dahin und du bleibst hier stehen. Ah, okay. Aber wir hauen sie immerhin schon mal raus. Das ist ja auch schon mal was wert. Damit sie sich hier gar nicht mehr erst festsetzen. Übrigens schaffen wir es nicht, bei Houston vorzustoßen. Okay, aber wir scheinen ja sowieso eher jetzt hier auch einen mittleren Angriff zu fahren. So wie ich das sehe. Also für mich wäre es halt einfach erstmal wichtig, überhaupt mal auf breiterem amerikanischen Boden zu stehen mit allem, was wir haben. Ne? Das wäre schon mal sehr, sehr erbaulich. Ich habe meine erste Atombombe, by the way. Wir haben jetzt endlich genügend Gummi. Das Gummiproblem ist also erledigt. Jetzt kannst du mal hier angreifen und die Hälfte von euch unterstützt hier. Und ich will, wie gesagt, jetzt hier mal nach Houston vorstoßen. Houston ist ein sehr, sehr wichtiger Hafen. Das klappt hier einfach nicht. Das ist der Wahnsinn. Nee, das klappt hier einfach nicht. Das ist super irritierend. Die stehen hier wie eine Eins. Aber hier schaffen wir es so langsam aber sicher jetzt hier mit den Durchbruch, wie mir scheint. So. Ich stoppe. Das ist der letzte Angriff, den wir jetzt hier kurz mal durchführen. Danach, na, ordnen sich die Truppen wieder und holen hoffentlich wieder Schwung und so einen Käse. San Diego ist da drüben schon. Das brächte 15 Punkte. So, jetzt sind wir endlich jetzt hier durch dieses felsige Terrain gelaufen. Und hauen die jetzt hier so nach und nach wieder raus. So, die sind jetzt tatsächlich hier mit ihren Männern. Sag mal, wie kann das sein? Die müssen jetzt hier endgültig geschlagen werden, jetzt hier. Sonst machen die mir hier wirklich Ärger. Da kommt jetzt der Gegenangriff. Ich muss ein bisschen micron. Da komme ich jetzt gar nicht drum rum. So, ihr nehmt jetzt hier Phoenix. So, wir können es theoretisch Zerstörer und so weiter kaufen. Das ist auch keine so schlechte Idee. Ausländische Berater werde ich wahrscheinlich keine bekommen. So, du pushst jetzt da noch mit rein. Und wir haben das Militär infiltriert. So, dann möchte ich ganz, ganz gerne noch die Marine infiltrieren, weil ich glaube, dass jeder kleine Bonus mir helfen kann. Ich muss mal mit der Geschwindigkeit runtergehen. Denn die Sachlage hier ist schwierig. Du greifst hier auch noch mit an. Nase voll jetzt hier. Also wir bescheinen diese Position hier leider nicht so ohne weiteres zu bekommen. Aber wisst ihr, was der Gag an der ganzen Sache ist? Das schreit eigentlich wieder nach so einem Manöver. Das könnte man damit jetzt hier tatsächlich wieder nutzen. Naja, sobald sie sich da oben einigermaßen beruhigt haben. Momentan hier ist das nicht so einfach. So, ihr geht jetzt hier immer noch rein. Wo greifen sie denn jetzt schon wieder an? Hier. Das werden sie nicht schaffen, das ist gut. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Der eine Typ, der hier aufpasst, der soll jetzt auch das jetzt hier beschützen, ne? Und ja, Houston soll er. Ich hasse es, dass er beides hier machen muss.
Ich hasse es, dass er beides machen muss. Ich nehme jetzt mal die Hälfte von euch und knüppel da noch rein. So, jetzt sind endlich die ersten Truppen hier drin. 6 Stück sind es geworden. Dann nehme ich die Hälfte von euch und schneide denen jetzt hier den Weg ab. Danach kann ich nämlich die hier auslöschen und habe dann endlich diesen Zipfel jetzt hier am Start. So, die Amerikaner, wie gesagt, jetzt hier wieder mal auf den Gegenangriff. Ich nehme die Hälfte von euch jetzt hier wieder raus aus der Truppe. Was soll denn das jetzt hier? Warum sehe ich euch nicht? Warum sehe ich euch nicht? So, ihr geht hier hin und knüppelt jetzt die da oben weg. Japan nutzt jetzt hier wieder mal meine Chiffre. Du hältst jetzt mal den hier gerade eben mal auf. So. Bist hoffentlich... natürlich ist er nicht vor ihm drin. Ich hasse es. Okay, er ist jetzt hier drin. Jetzt kannst du hier auch noch Druck machen. So, wir bekommen jetzt noch Truppen hier rüber. Jetzt werden noch die hier rausgehauen. Bis jetzt ein Fahrzeug jetzt hier angekommen, ne? Das macht die Sachlage natürlich nicht einfacher. So, jetzt haben wir den hier geschlagen. Du greifst hier schon mal an. Ja, einer allein schafft das nicht. Das können wir vergessen. Das können wir so vergessen. So, du bist jetzt hier. Ich bin jetzt so dreist und fahre hier rein. Auf nach Albuquerque. Ich möchte vermeiden, dass der jetzt hier vor dem anderen hier ankommt. Das würde mich sehr, sehr nerven. So, der ist jetzt hier schon drin. Dann gehst du direkt hier schon darüber. Okay. Jetzt kommt die Attacke auf die da, damit ich den jetzt hier direkt kesseln kann. Das ist der Plan. Direkte Kesselung von dem jetzt hier. So. Dann wird nämlich der Angriff jetzt hier nach Süden ein bisschen leichter. Warum macht ihr das? Ihr seid doch doof. So, du greifst jetzt hier schon mal an und du wirst hier dann gleich da noch mit angreifen. Also ganz im Ernst. Ich verstehe nicht, was das hier gerade eben für ein Move sollte von meinen Truppen. Der Move war einfach nur strunzdoof. Seh zu, dass du da schnell reinkommst, bevor die da raus sind. Na also. Ihr macht hier direkt weiter und pusht die noch bis hier unten. Ah, die machen wieder einen Gegenangriff. Okay, wenn sie meinen. So, warte mal. Jetzt, wie viele habe ich jetzt hier von euch hier? Ich habe jetzt 9 Stück von euch hier. Mit der Hälfte, wie gesagt, versuche jetzt hier diesen Albuquerque. Ne, warte mal, ihr macht jetzt hier noch Druck. Hier kommen nochmal welche dazu. Diese zwei hier bolzen jetzt die hier. Und ihr helft damit. Wir brauchen einen breiten Angriffsvektor. Was ist, wenn ihr jetzt hier angreift? Ach, das gehört hier gar niemandem. Das wollen die Amerikaner gerade gar nicht. Dann soll mir recht sein. Soll mir recht sein. So, wie gesagt, ihr geht jetzt hier nach Süden. Und... macht jetzt erstmal Druck so hin. So, nein, ihr... Oh Gott, Leute, ihr geht da oben hin. Ich brauche doch da keine 15 Divisionen oder so ein Scheiß. Ey, das Spiel teilt auch manchmal die Truppen halt auch echt wild ein. Also da reichen... Also mehr als 4 brauche ich da in 100 Jahren nicht.
So, noch mehr Artillerieboni. Wie gesagt, mir wäre es jetzt ganz recht, wenn ich jetzt hier einen gewissen Druck jetzt hier aufbauen könnte, um eine Kesselung durchzuführen. Vielleicht schaffen wir es ja sogar noch, hier zu drücken. Ja, ihr macht jetzt hier Druck. Dann wird dieser Kessel hier nämlich immer tiefer. So, mein Plan. So, wir sind jetzt hier schon drin. Zwar erst mit einem Fahrzeug, aber da rücken jetzt auch noch welche nach. Einer muss hier stehen bleiben. Ja, eigentlich sind es eher zwei. So, damit die jetzt hier reinkommen. So, dann verbessern wir nach wie vor noch die Geschütze. Ach, da unten ist ein Hafen. Na, das ist doof. Bleib mal hier stehen. Ich brauche jetzt erstmal hier eine Stelle. Aber zwei Stück kommen doch noch da runter. Ja, da kommen noch zwei runter. Also noch mehr große Flugzeugzellen. Wobei der Gag an der ganzen Sache ist, ne, offiziell kann ich jetzt eigentlich auch schon Düsenjäger anfangen zu forschen. So, warte mal. Ihr steht jetzt hier. Ihr könnt jetzt hier rüber angreifen. Und ihr unterstützt das hier so. So, dann könnt ihr hier noch angreifen und du unterstützt das von hier noch. Ich will ja einfach, dass ich hier nicht abgeschnitten werden kann. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Ich warte noch, bis die jetzt da unten angekommen sind. So, wir haben hier auch unseren Erfolg. Das ist gut. Ich warte jetzt hier wieder, bis die Truppen verteilt sind. Na, ich muss jetzt halt Klein-Kleinkämpfe machen, ne? Das ist halt jetzt hier eine gefährliche und vor allem schwierige Ausgangslage. 78.000 Knarren. Vorbereitet. Ja, wie wäre es, wenn ihr mal beginnt? Für den Haken halt nicht gesetzt gehabt. So, ihr verteilt euch. Das hier klappt jetzt auch. Und jetzt greifen wir hier San Diego an. Beziehungsweise ich gehe hier mit zwei Männern da rein. Dann kann ich hier vielleicht die San Diego-Jungs hier sogar schon kesseln. Oder endgültig raushauen. Es wird wahrscheinlich eher ein endgültiges Raushauen sein und kein Kesseln, weil die sind schneller rausgerannt, als ich darüber gerannt bin. Ich hätte zuerst hier rüberlaufen sollen und dann hätte ich. Ja, ihr seht, was ich meine. Aber wir haben San Diego. So, wir haben jetzt die ersten ein, zwei amerikanischen Städte erobert. Ich will nur mal ein Gefühl dafür bekommen. Oh, das geht, das haut ganz schön rein. Das haut wirklich ganz schön rein. Okay, das ist sehr, sehr befriedigend, um es mal so zu sagen. So, jetzt machen wir den Kessel hier mal enger. Du kannst sogar schon dahin gehen. Los Angeles durfte dann richtig gut reinhauen. Okay, du machst jetzt hier wieder einen Angriff. Wir verlieren jetzt halt Albuquerque. Das ist ein blödes Problem. Magnetzünder, ja, das ist ganz nett. Aber ja, ich brauche noch bessere Torpedos. Vorausgesetzt, wir brauchen das irgendwann mal. Mehr Schiffsgedöns. So. So, ihr da unten seid es auch da. Achso, nein, das ist ja totaler Quatsch. Stopp, stopp, stopp. Also ihr greift schon richtig an. Aber so ist noch richtiger. So, jetzt will ich die endlich hier raushauen. Meine Güte. Die sind auch geschlagen. Die sind geschlagen. Und wenn ich jetzt das hier gleich zumache, haben wir wieder einen Kessel. Aber dafür muss ich noch kurz warten. Ganz kurz warten, bis die da reingelaufen sind. Boah, wie lange das dauern kann. Ist das ernsthaft nur einer? Okay, du musst jetzt dahin und du dem hier mal die Suppe versalzen.
Okay, du greifst jetzt deinerseits hier an. So bekomme ich jetzt hier mein Kesselchen hin. Die wurden überrannt. Ja, das ist ja mal großartig. Aber wie gesagt, ich bekomme meinen Kessel hin. Das ist das Wichtigste. Ich kann jetzt noch mehr Flugzeugsachen machen. Was will ich denn machen? Auf maximale Geschwindigkeiten. Ja, ich nehme erst noch das da. Da stehe ich ja noch ganz am Anfang bei dieser Flugzeugschule hier. Oh Gott, wie viele haben die denn da jetzt reingenommen? Gerade ehrlich gesagt ein bisschen erschüttert. Also ich meine, ich glaube, sie sehen, was ich vorhabe und wollen das natürlich jetzt um jeden Preis verhindern. Du fährst jetzt ja auch nach Albuquerque und greifst hier mit an. Einfach ist das jetzt gerade nicht. Ja, die kämpfen gerade eben wie die Löwen, um das zu verhindern. Ich meine, ich kann jetzt auch noch hier angreifen. Dann kriege ich halt einen kleineren Kessel. Damit bin ich auch zufrieden. Hauptsache, ich bekomme hier meinen Kessel. Mir egal, was für einer. Du greifst von der anderen Seite noch mit an und du ebenso. So. Du greifst hier auch noch mit an. Jetzt sind das hier halt noch 11 Stück. Und am Ende spielt es für mich keine Rolle. Hauptsache, ich kille jetzt hier eine ganze Armee und flatte jetzt hier das Gelände. Hier bei Utah, New Mexico, was auch immer. Wie die Amerikaner das auch immer nennen wollen hier. Ja, komm, du greifst hier auch noch mit an, dass wir die endlich hier rauskriegen. Und wir haben da unten gewonnen. Das war wichtig. Wo ist der Typ, der das hier bewacht? Der ist das. Ja, der muss das jetzt hier auch noch bewachen. So hart sind die Regeln. Wobei er, wie gesagt, nur die Aufgabe hat. Der soll nicht die ganzen Küsten bewachen. Der soll nur die wichtigen Punkte jetzt hier halten. Die Häfen und so. So, unser nächster Push wird Richtung Los Angeles gehen. Da gehe ich sogar jetzt mal hier all in. Du kannst den hier noch wegknüppeln. Ich habe keine Ahnung, warum dieses Feld frei ist. Okay, wir haben sie hier. Wir haben sie. Das heißt, ich kann jetzt das hier machen. Der geht jetzt hier rein. Nein, ich brauche keine Übergangsregierung. Der ist gleich drin. Oh, er ist anpassungsfähig geworden. Oh, das ist genial. Das heißt, er bekommt viel weniger Mali. Komm schon, geh da rein. Ich möchte meinen Kessel haben. And it's done. Also, es ist getan. Jetzt wird es Zeit, dass wir hier angreifen. Und denen jetzt hier die Hölle heilen. Oh, was ist da drüben passiert? Du attackierst hier noch mit. Und du musst die jetzt hier mal weghauen. Also, sie haben auf allen Seiten jetzt hier, wie ihr sehen könnt, versucht zu verhindern. Was jetzt hier gerade eben doch noch geschehen ist. Wir haben nochmal hier, ja, das sind 9, 24. Anderthalb Armeen haben wir hier nochmal jetzt hier gekesselt. Anderthalb. Ich push hier direkt sogar schon mal wieder rein. Das bekommen Sie zu spüren, Freunde. Das werden Sie spüren. Uns fehlen schon wieder einige mechanisierte. Aber wir haben die Situation mit den Waffen einigermaßen im Griff, würde ich mal behaupten. Hier versuchen sie jetzt wieder einen Ausbruch. Das wird ihnen aber nicht gut bekommen.
Ja, jetzt haben wir zwei getrennte Kessel. Und da plöppen die Helme. Sie sind weg. Das war gut. Und jetzt möchte ich ganz, ganz gerne noch Los Angeles genommen sehen. Ich möchte Los Angeles nehmen. So, du greifst übrigens hier an und du unterstützt ihn dabei. Dann muss der Rest jetzt noch kurz warten. So, wir haben die jetzt hier alle. Dann hole ich jetzt hier wieder meine überschüssigen Fahrzeuge und bewege sie hierhin mit dem Ziel, hier zu attackieren. Ist zwar wieder über den Fluss, aber manche Dinge müssen sein. Und wenn wir jetzt Los Angeles genommen haben, ist nicht nur ein ziemlich guter Zeitpunkt für einen Break, Freunde, sondern es ist auch ein verdammt guter Zeitpunkt, um zu gucken, wie sieht's aus mit Amerika? Ja, das war auch ein harter Hit für sie. Das war ein harter Hit. Den haben sie gespürt, würde ich mal behaupten. Und damit, meine lieben Freunde, machen wir beim nächsten Mal weiter. Also ihr seht, ne, es ist halt einfach der Klassiker, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und genauso ist es hier. Als nächstes müssen Dallas und Houston dran glauben. Und danach Kansas, New Orleans. Und dann könnten wir schon fast auf der Hälfte sein. Ich habe ein gutes Gefühl. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.